Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Lara. Schön, dass ihr einschaltet. Ich habe für euch heute ein Brasil-Special vorbereitet. Wer diese giftgrünen Teile nicht zu Hause hat, gar kein Problem. Seid doch mal etwas kreativ, holt euch zwei PET-Flaschen raus, am besten solche kleinen, etwas Sand reinfüllen und schon habt ihr eine tolle Schwungmasse. Es geht aber natürlich auch komplett ohne. Ich habe 5 tolle Schritte vorbereitet für euch mit etwas Variation. Ich erkläre die erstmal einzeln, dass ihr auch schön mitkommt und zum Schluss setzen wir alles zusammen. Also viel Spaß! Wir kommen auch schon zum ersten Schritt. Schnappt euch eure Brasils, haltet die Teile gut fest und dann marschieren wir am Platz, laufen los, zieht die Knie schön hoch dabei, fest den Bauch und alles ganz einfach, gar kein Problem für uns. Und jetzt wir zusammen mit Musik. So, Schritt Nummer 2, das Shaken. Wir stellen uns hin, die Beine weit geöffnet und wir drehen jetzt den Oberkörper und shaken zur Seite. Genau, einmal nach rechts, einmal nach links. Beide Shaker gleichzeitig und dann gibt es noch eine schöne Variation. Das heißt, wir shaken mal ganz schnell. Shake, shake. Da hört ihr auch schon, wie die Brasils arbeiten. Macht so ein lustiges Geräusch. Okay, und jetzt wir zusammen. Der nächste Schritt ist unser V-Step, das heißt, wir laufen am Boden ein V ab, nehmen dabei unsere Shaker. Wenn ihr shakt, kleiner Tipp noch, haltet die Handgelenke schön gerade, ne? Also nicht so, sondern wirklich schön gerade halten. Okay, wir laufen erstmal unser V ab, gucken erstmal nur auf die Füße. Euer rechts beginnt, rechts, links, vor, vor, rück, rück, auf, zu. Dazu die Arme. Variation Nummer 1, das heißt, wir shaken immer mit jedem Fuß einmal nach unten. Und shake, 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 shake. Und shake, 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 shake. Variation Nummer 2, wir nehmen die Arme komplett mit nach oben, haltet wieder die Brasils gut fest. Wenn ihr ohne Brasils macht, wunderbar, brauche ich gar nichts dazu sagen. Wir öffnen, öffnen, schließen, schließen. Na, Arme hoch, hoch, tief. Tief, hoch, hoch, tief, tief. Und jetzt alles mit Musik. Unser nächster Schritt ist eine Kombination aus 2 Schritten, nämlich ein Step-Touch-Double und eine Drehung. Seid also gespannt. Wir gehen zur Seite. Ihr beginnt mit rechts. 1, 2, 3, 4. Und dann drehen wir zurück und shaken dabei. Shake, shake, shake. Und schließen. Wir achten erstmal nur auf die Füße. Auf, zu, drehen, 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 stehen. Jetzt kommen die Arme. Wir shaken. Schon am Anfang könnt ihr mitshaken. Und beim Drehen shaken vor der Brust. Genau. Shake, shake, shake vor der Brust. Und jetzt zusammen.
Wir kommen nun zu unserem letzten Schritt. Hier sind vor allem die Arme im Einsatz. Öffnet die Beine weit, haltet die Shaker wieder gut fest und dann beginnen wir zuerst zu eurem Rechts nach oben. Hoch zwei, tief zwei und rechts, links. Wenn ihr noch ein bisschen Beintraining draus machen wollt, dürft ihr gerne hier schön tief gehen. Das ist schön für die Oberschenkel, schön für den Popo. Baut das doch gerne mit ein. Und jetzt nochmal zusammen. So, jetzt habe ich euch jeden Schritt einzeln erklärt. Jetzt setzen wir einfach alles zusammen, nicht nachdenken. Ich bin bei euch und los geht's! So, das war's auch schon mit unserem lustigen Brasil-Special. Ich hoffe, ihr seid auch noch gut in Tanzlaune und habt schön fleißig mitgemacht. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, eure Lara.